Hallo, wir sind Fritz und Livan und unser Projekt ist Jump'n' Fun. Probleme und Fragen. Unsere Idee war es, wie man Spaß haben kann und dabei zu lernen. Und wir wussten nicht, wie man das machen könnte, also haben wir recherchieren ein bisschen. Unser Endprodukt sollte ein Museumsrun sein, wo man lernt. Also man spielt ein Spiel und lernt dabei Sachen. Womit wir programmiert haben, mit Lerf 2D, es ist eine Gaming Engine, mit Lua, ja. So, for pixel graphic, I used PixelUp. It's a good program for getting sprites for many games, which I used first. Next. For testing enemies, we used a slime. It's our first mob, and he acts on the ground. For air, we used a slime and umbrella. He flies on the air and attacks you. And this our the first and main character, Froggy with Shield. Und jetzt eine Live-Demo. So sieht es aus, wenn man das erste Mal ins Spiel reinkommt. Bloß, dass dann hier oben eine 0 steht. Und du hast hier den Namen, dann einen Startknopf und einen Knopf, wo man den Charakter auswählen kann. Wenn man auf den Skin-Knopf drückt, dann kriegt man so eine Liste von allen Charakteren, wo man dann auf den draufdrücken kann, mit dem du spielen willst. Jetzt zum Beispiel die haben alle verschiedene Fähigkeiten, also manche können Doppelsprünge, Dreifachsprünge, Fünffachsprünge und so. Dann drückst du auf einen drauf, den du haben willst, drückst die Taste S, um zurück zum Menü zu kommen. Und dann kann man auf Start drücken, um das Spiel zu starten. Und da sind wir auch schon gestorben. so sieht es dann bisher noch aus. How you can see, the game is very rough, but we want to get background, foreground, and more enemies. And getting new abilities for our characters, like an attack with shield, and more information about our enemies and main character. Ich gestern bei euch vorbeigelaufen und war ich sehr beeindruckt, weil du, Ivan, ich wiederhole es gleich alles nochmal auf Englisch, weil du, Ivan, hast total viel Pixel-Grafiken gemacht. I was really impressed by how you did all of those Pixel-Graphics and I asked you if you took them somewhere from the internet. And then you told me that you had never done Pixel-Graphics before and that you just discovered the website. And I'm very impressed. Are you planning on doing more Pixel-Graphics in the future? Yes. I think yes. That's good. And your mentor, Linry, did they help you a lot? Because I know that Linry also does a lot of games. Did that help you having someone? Also hat euch das geholfen, dass ihr jemanden hattet, die schon so mehr mit so Grafik und sowas gemacht habt? Hat euch das inspiriert? Ja. Aber auch, wir hatten auch selber die Idee
voll gut. Sehr gut. Ich wollte es auch gar nicht so klingen lassen, dass es nicht eure Idee war. Keine Sorge. Ja, vielen, vielen Dank.